Ja, dann heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich bin Martin Schütte und ich erzähle ein bisschen was über Puppet. Genau, es soll keine Puppet-Einführung sein, sondern mehr so ein bisschen ein Erfahrungsbericht, was wir als Firma so damit gemacht und gelernt haben. So ein bisschen Schwerpunkt ist natürlich trotzdem, auch wenn es viel um die Tools drumherum gehen soll. Kurz zu mir, ich bin ja klassisch Systemadministrator, jetzt mehr so in Richtung DevOps und Automation, arbeite bei DEX36 in Hamburg. Wir sind eine junge Firma mit einem kleinen Team und wenn man es ganz weit zusammenfassen will, machen wir ein Webstack alles ohne Frontend. Also im Hintergrund auf der Operation-Seite Serverautomatisierung, Monitoring, Logging, in der Softwareentwicklung dann so Testen und Continuous Integration. Skalierung großer Webseiten für viele Systeme bis hin zu Analytics, was dann meistens so Datenauswertung und Business Intelligence ist. Und ja, wir kommen alle aus verschiedenen Projekten, wo wir große Webseiten betrieben haben. Und da kommt jetzt so unsere Erfahrung her und daher haben wir auch schon viel mit Puppet so ausprobiert und über die Zeit gelernt. Und das Grundproblem, was wir immer wieder haben und was auch andere Firmen haben, was auch andere Open Source Projekte haben, ist, ja, ich habe irgendwie Code geschrieben oder ein Entwickler schreibt was und bei dem funktioniert es. Und dann probiert es jemand anders aus und dann funktioniert es nicht. Und ja, bei Maschinen fängt es an und wenn man eine größere Umgebung hat, dann funktioniert es plötzlich auf dem Entwicklungscluster und dann auf dem Testcluster vielleicht und auf dem Staging-Cluster dann vielleicht auch und dann vielleicht auf dem Live-System nicht mehr. Das ist dann natürlich noch ärgerlicher. Und irgendwie ein dauerhaftes Thema, wie kriegt man diese Umgebungen immer synchronisiert und immer gleich, dass sie sich gleich verhalten. Ja, so wirklich die allumfassende Antwort haben wir nicht, aber so ein paar Ansätze und das fließt hier dann natürlich ein, so mit Puppet. Und die grundsätzliche Frage ist zum einen die Umgebung, eine ganz praktische Frage ist, ich habe hier ein Team, ich arbeite vielleicht seit einem Jahr an der Software und jetzt stelle ich jemanden ein oder jetzt im Open-Source-Feld, es kommt ein Freiwilliger. Wie kriege ich den jetzt up-to-date, dass er nicht nur das Wissen um das Projekt hat, sondern auch die Umgebung, in der er es ausprobieren kann. Mit Compilern oder Webservern oder PHP oder Ruby-Versionen. So der klassische Ansatz ist, ja, da setzt sich dann einer mit ihm hin und dann wird ein Tag lang konfiguriert und installiert und eine Woche später fällt dann auf, dass die ganz wichtige Apache-Option nicht gesetzt war. Das ist so die erste Hürde. Und da, wenn sich das Problem so stellt, dann ist eine sehr schöne Antwort, Vagrant. Ich weiß nicht, wie weit es bekannt ist. Vagrant ist ein Tool für virtuelle Maschinen zu verwalten oder zu konfigurieren. Und der wesentliche Ansatz ist, dass es eine Textkonfiguration hat, die man so schön verwalten kann mit Git und Ähnlichem. Und dass es VM-Backends und Provisionierung verbindet. Und man hat am Ende für den Nutzer so Charakteristiken einer Local Cloud. Das heißt, man muss nicht nur, weil man ein paar VMs braucht, gleich so den großen Server kaufen für die Firma, sondern so die erste Entwicklungs-VM, die läuft bei jedem auf dem Laptop. Und wenn er viel RAM hat, dann passt da auch locker noch eine zweite mit drauf. Und je nachdem, wie viel man dann hat, fängt man langsam an zu skalieren. Oder auch als Entwickler, wenn ich die VM irgendwie verkonfiguriert habe, dann werfe ich die weg und hole mir nochmal eine neue. Die muss dann mal kurz installieren und booten und dann habe ich quasi wieder denselben Stand, der so vorgegeben ist, von dem mal jemand getestet hat, dass er funktioniert. Und ja, wenn er nicht mehr funktioniert, ist es natürlich ein anderer Bug, aber man kann dadurch im Team so diesen Stand festhalten und immer wieder reproduzieren. Sowohl für Entwickler als auch für Tester, als auch mit Abstrichen dann später fürs Live-System. Genau, die zwei grundsätzlichen Komponenten habe ich schon genannt, nämlich einmal so das VM-Backend, also wo laufen diese VMs dann überhaupt, und die Provisionierung. Beim Backend ist VirtualBox so das traditionell am besten unterstützte Modell, weil wirklich Ziel war so, auf einem Desktop, auf einem Laptop läuft nochmal diese VM. Jetzt mit der Zeit kommen immer mehr Backends da hinzu, was da so noch unterstützt wird vom Tool. Ja, VirtualBox ist auch bei uns immer noch vor allem der Wahl, weil es von den großen Betriebssystemen allen unterstützt wird. Also wenn ich ein gemischtes Team habe mit Linux, macOS und Windows-Usern, die können dann alle Vagrant starten und haben dann in dieser VM ihr Linux und es funktioniert. Docker ist natürlich sehr schön und schnell, bietet sich aber eigentlich nur an, wenn man ein reines Linux-Team hat. Sonst haben alle anderen dann wieder Probleme, das zu starten. Und wenn es wirklich größer wird, Amazon EC2, da komme ich noch drauf.
Für ganz viele andere VM-Provider gibt es jetzt inzwischen auch schon so Plugins. Die sind sehr unterschiedlich in der Qualität, also da muss man ausprobieren, ob es geht. Gerade die verbreiteten, da wird natürlich dann fleißig entwickelt und die sind dann auch echt gut. Also irgendwie so KVM und libvirt allgemein, habe ich durchaus als brauchbar gesehen. Ja, und dann habe ich halt eine VM irgendwie konfiguriert und gestartet. Und dann kommt so Provisioning. Das heißt, in dieser VM muss dann auch was laufen. Der ganz einfache Fall, ich starte dann mal ein Shell-Skript und das legt mir einen User an und mache eine Apache-Config. Das ist so das Minimum. Ein ganz typischer Fall ist, dass dann Puppet oder Chef drauf läuft. Das heißt, ich habe hier wirklich meinen Puppet, meine Chef-Konfiguration und da wird der komplette Server neu aufgerüstet, gestartet, konfiguriert mit allen Einstellungen, die ich in der Firma habe. Das gleiche wie für die VMs gilt auch für die Provisionierer. Durch so eine Plugin-Struktur werden da auch ganz viele andere unterstützt. Ansible, SaltStack. Für Docker gibt es da jetzt auch eine Anbindung. Das heißt, da muss man halt jeweils sehen, was man braucht, was man will und ob das Plugin das tut, was man möchte. Im Beispiel, wenn man so eine Konfiguration hat und schreibt, dann sieht die ungefähr so aus. Die will ich nicht im Detail erklären, aber man sieht so grundlegend die Struktur. Man fängt mit der Konfiguration an, dann sagt man, was ist hier mein VM-Image, was starte ich hier überhaupt? Optional mit URL, falls ich das nicht installiert habe, kann ich es gleich ziehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, kenne ich es von Greylock 2, da kann man sich dieses Valgrind-File direkt von der Website runterladen und dann sagt man Valgrind ab und dann zieht er sich das Image halt aus dem Netz. Wenn ich jetzt firmenintern mein eigenes gebaut habe, möchte ich das vielleicht nicht. Aber als Client habe ich dieses Image. Punkt. Dann kann ich so Netzwerkports weiterleiten, weil ich ja mit dieser VM auch irgendwie arbeiten will. Dann kann ich mir Verzeichnisse gegenseitig mounten, damit ich natürlich auch irgendwie auf Dateiebene was schreiben kann und das ist dann in der VM. Und dann kommt dieser Provisionierungsschritt. Also hier irgendwie so ein zweistufiger, so ein Shell-Skript, was mir irgendwelche SSL-Keys da hinlegt und dann ein Puppet-Provisionierung gegen einen Server, wo man sich dann authentifizieren muss. Da ist, ja, ist man völlig frei, man sollte es nur so schreiben, dass man es erwarten kann. Ein großes Problem so bei Softwareentwicklung ist, dass diese Sync-Folders sehr langsam sind. Für einzelne Dateien geht es, aber so große PHP- oder Java-Projekte haben ja schnell mal 10.000 Dateien. Und da ist es einfach irgendwie ein bekannter Bottleneck. Also das wissen auch die Entwickler und das wissen auch die VirtualBox-Entwickler, die es eigentlich implementiert haben. Und um wirklich damit zu arbeiten, gibt es deswegen so ein paar Alternativen. Also Default-Option für diese Sync-Folders ist dieser VirtualBox-Mechanismus, der, wie gesagt, die Probleme hat. Die meistens beste Alternative ist NFS. Da fangen dann natürlich so die Probleme an. Unter Windows muss man einen NFS-Server extra nochmal installieren, damit das dann auch geht. Unter OS X und Linux geht es aber so out of the box, ohne Probleme. Ja, alternativ natürlich SMB und jetzt recht neu, erst dieses Jahr hinzugekommen, ist AirSync. AirSync hat natürlich ganz andere, ein ganz anderes Verhalten als ein gemountetes Dateisystem. Da kann ich halt nicht so ganz frei lesen und schreiben drin, sondern ich habe immer diesen Synchronisierungsschritt, wo ich sage, jetzt sync mal hier meine reale Maschine mit der VM da drin. Das braucht so ein bisschen Gewöhnung, sich darauf einzustellen, dass es nicht immer sofort aktuell ist. Aber in allen Entwicklungen, wo man irgendwie so einen Kompilier- oder so einen Bildschritt hat, da passt es eigentlich ganz gut rein, weil dann sagt man am Ende des Builds, sync hier mal. Und wenn ich dann irgendwie die Webseite oder das Projekt neu lade, dann ist es auch da. Also das hängt dann immer so ein bisschen vom Workflow ab. Ja, und wenn man dann ein bisschen Glück hatte, dann sind so Entwickler damit zufrieden und man kann die alle schön mit VMs versorgen. Die laufen dann auf dem Laptop und die sind glücklich. Und wenn man dann irgendwie in größeren Umgebung ist, kommt dann vielleicht so ein Tester und sagt, ja, das ist ja schön mit einer VM auf einem Laptop, aber wir haben hier ganz viele Parameter, die wir testen wollen. Wir wollen hier mal ein kleines Cluster aufbauen oder so, wir brauchen viele VMs. Und unsere Laptops, ja, die sind jetzt ein paar Jahre alt, das geht nicht. Da kommt dann die klassische VM-Server-Lösung ins Spiel. Entweder stellt man sich dann in der Firma irgendwie ein größeres KVM-Cluster hin oder man greift auf die Cloud zurück. Da gibt es ein recht schönes Valgrind AWS-Plugin, wo ich halt sage, statt dieser Basebox, die ich da erstelle, lege ich hier so eine Konfigurationsdatei hin, die zeigt auf ein Army-Image und hat hier meine Zugangsdaten und dann kann ich halt bei Amazon diese ganzen VMs starten. Sobald die gestartet sind, wird dieser Provisionierungsschritt trotzdem gemacht, das heißt meine Puppet-Manifeste oder Skripte werden dahin kopiert und dort ausgeführt. Und
wenn die nicht jetzt ganz schlimme Abhängigkeiten von meiner lokalen Umgebung haben, dann kann ich halt genauso wie auf meinem Laptop auch bei Amazon diese Vagrant-Box starten und über die Portweiterleitung benutzen. Das ist dann die Option, um viele zu machen. Wenn es sehr viele sind, wird man sich vielleicht noch ein Management-Interface darüber legen. Aber das ist dann eigentlich alles, was man braucht. Das übernimmt dann diesen Startenschritt, man kriegt dann diese Instanz-ID zurück und kann damit irgendwie was machen und sich verbinden. Ja, sorry? Also was man halt aufgeht, ist, dass man die gleichen Informationen, die gleichen Files hat, dass man kann auf der Kommandozeile auswählen, was eigentlich der Provisionierung, also was das Backend eigentlich ist. Also denn man kann AWS-Settings im Originalfile drin lassen, ja, und wenn man nicht das als Standard-Provider nimmt, dann geht auch nichts nach AWS. Das ist doch gut, weil man kann eigentlich im gleichen Liga lokal, ja, um es kurz zusammenzufassen, das heißt, die Info, man muss das nicht in die Hauptkonfig schreiben, sondern kann es auch dann als Provisionierungsbox und dann kann man beim Starten auswählen, wähle ich jetzt hier die lokale VirtualBox als Backend oder AWS als Backend. Das heißt, erst wenn ich die VM starte, kann ich das auswählen und bin dadurch noch flexibler. Habe ich richtig verstanden. Genau, und das ist so meine Vagrant-File und dann komme ich zur Frage, ja, wie konfiguriere ich diese ganzen VMs, so was da drin läuft und wie die eingerichtet sind. Und da komme ich dann natürlich zum Thema Puppet. Das ist dafür gedacht. Puppet macht Configuration Management. Es ist vom Aufbau her sehr deklarativ, das heißt, ich habe immer irgendwelche Ressourcen und ich habe irgendwelche Abhängigkeiten. Ich habe zum Beispiel immer irgendwie eine Ressource, sagen wir mal OpenVPN-Conf, die hat so Attribute, zum Beispiel gibt es nicht. Oder hat den Inhalt sowieso und dann habe ich irgendwie einen Service OpenVPN und dann habe ich eine Abhängigkeit dazwischen und sage, wenn sich hier diese Ressource der Config-Datei ändert, dann starte mal bitte den Service neu. Oder erst wenn diese Config-Datei da ist, dann installiere mir den Service. Und dadurch habe ich so ein, ganz viele Ketten und Deklarationen und gruppiere die so in alle meine Abhängigkeiten, die ich habe auf dem System. Ich habe dann irgendwie zwei Modi. Entweder habe ich das einfach als Config-File, als Manifest, als Text und führe das so aus, wie es da ist. Oder ich habe einen Puppet-Agent, das heißt, der zieht sich das von einem zentralen Server. Da kann ich dann einen zentralen Puppet-Master in mein Netzwerk stellen und sagen, alle Maschinen in diesem Netzwerk gehen zu diesem Puppet-Master, holen sich dort ihre Konfiguration und führen die dann bei sich aus. Hat dann natürlich so den Vorteil, dass ich zentral eine Stelle habe, wo die ganzen Konfigurationen liegen. Je nachdem, wie ich es einstelle, Standard ist, dass der alle 30 Minuten sich diese Config holt, weiß ich, dass die Systeme immer aktuell sind und kann sozusagen das, was ich da konfiguriert habe, auch als Stand auf den Maschinen sicherstellen. Ja, das hilft sowohl in Vagrant als auch später in realen Systemen, weil mir das quasi diese manuelle Konfiguration vieler Systeme abnimmt, die ja dann irgendwann nicht mehr skaliert, wenn ich als Admin viele Server betreuen muss, insbesondere wenn ich dann oft immer dasselbe mache. Dafür sind dann einfach Skripte und diese Konfigurationsmanagementsysteme. Und wenn man das dann irgendwie so vorstellt und einführt, ist dann oft die nächste Frage, wir haben ja nicht nur einen Admin, wir haben ja ganz viele, wir haben Admins und Entwickler und wie sollen die sich denn jetzt über den Inhalt dieser Konfiguration einig werden und wie managen wir das? Und das ist dann irgendwie ein ganz anderes Problem, aber es ist auch ein gelöstes Problem, denn um kollaborativ an Code zu arbeiten, gibt es halt einfach Git. Und das bringt die ganzen Features, die man sich sonst halt irgendwie nachbauen müsste, mit. Das heißt, ich habe geregelten Zugriff auf einen gewissen Konfigurations-, einen gewissen Textstand. Im Prinzip ist es ja auch nur Software oder Text. Den kann ich updaten, den kann ich versionieren, den kann ich taggen und branchen und zurückrollen. Und insbesondere kann ich halt irgendwie auch jedem User sein eigenes Working Directory geben, damit er da irgendwas testen kann. Und ich kann auch verschiedene Repos anlegen, um irgendwie über mehrere Instanzen hinweg Workflows zu definieren. Und das möchte man deswegen benutzen. Es hat auch so schöne Features wie Hooks. Das heißt, bevor ich einfach mal irgendwie Code einstecke, kann ich mal testen, ist der denn überhaupt syntaktisch korrekt, damit nicht so die drei Bugfix-Commits sofort hinterher müssen. Das müsst ihr jetzt ja alles nicht lesen. Ganz interessant ist dann vielleicht nur für die, die es benutzen, dieser Link. Das ist so ein Beispiel-Hook, der halt ein Puppet-Lint-Tool einhängt
Und da werden dann die Puppet-Dateien auf syntaktische Korrektheit gecheckt und so Ruby-Templates, die man dran hängt, auch. Und das spart einem schon mal sehr blöde Fehler, die man da sonst einfach übersehen kann. Ja, und Example-Output, vielleicht nicht ganz so interessant, sagt mir einfach, wenn ich was Falsches einchecke, hier gibt es einen Syntax-Error, schau da doch bitte mal, dann kann ich sie nämlich erst fixen und dann committen, statt dass es dann irgendwie gleich auf dem Server im Master landet und vielleicht unglücklicherweise noch getaggt wird oder so. Und diese Hooks eröffnen dann natürlich allerlei andere Möglichkeiten, irgendwelche Workflows oder Abhängigkeiten zu Ticketing-Systemen und Ähnliches einzubauen. Wichtig dabei sind so Environments. Also bisher hat so quasi den Stand, ich habe hier mein Puppet-Konfigurationsdatei-Manifest. Also in Puppet heißt es Manifest, aber im Prinzip ist nur die Code-Datei, wo drin steht, was zu tun ist. Und ich habe sie in Git irgendwie versioniert. Und Environments sind jetzt der Weg, verschiedene Stände zu haben, dass User A eine andere Konfiguration hat als User B. Und ich dann sagen kann, ja, hier ist das Testsystem, hier benutzt mal bitte das Environment Test. Und hier ist das Live-System, hier benutzt mal das Environment Production. Oder ich bin jetzt hier User und möchte mal schnell was testen, benutze mal bitte mein persönliches Environment, weil ich hier einen Code-Stand habe, den ich mal ausprobieren möchte. Das ist so alles eingebaut, das kann man dann machen. In der Config war es bisher, ja, bisher musste man es dann auf dem Puppet Master in der Config eintragen. Inzwischen wurde dieser Use Case für mehrere Benutzer auch erkannt und man kann sich da sehr viel sparen und einfach sagen, hier ist das Verzeichnis, da liegen alle Environments drunter. Für diejenigen, die wirklich mit Puppet starten wollen, ein Hinweis, wenn ich nur verschiedene Systeme habe, so Development, Staging, Live, dann lässt sich das auch sehr schön mit Variablen abhandeln und If-Konfiguration. Dafür sind diese Environments eigentlich viel zu mächtig für. Weil diese Environments sind so der einzige Weg, wirklich komplett unterschiedliche Verzeichnisse und für Code anzusprechen. Und die bieten sich dann viel mehr an für Benutzer und für Development- und Master-Prozesse oder so und nicht für verschiedene Umgebungen, wo meine Server stehen. Also alles, was ich mit Variablen im Puppet machen kann, da kann ich ja denselben Code benutzen und sagen einfach hier if Server A, if Server B. Aber wenn ich wirklich anderen Code-Stand haben will, dann diese Environments. Ja, am Ende habe ich dann halt irgendwie einen Workflow, wo ich mir verschiedene Benutzer mit ihren Testkonfigurationen habe. Die kommen dann auf einen Entwicklungsmaster und können dann zum Beispiel irgendwie in-house auf dem Testcluster getestet werden. Und dann schiebe ich die irgendwie auf Live und in Production. Und dann sind sie veröffentlicht. Das ist dann so ein Teil, wo ich wieder mit Git einhake und dann quasi diesen Workflow definiere. Und der ist dann auch völlig frei. Nächste Frage ist dann, wie kriege ich denn diese Konfiguration überhaupt? Die will ich ja gar nicht komplett schreiben. Und wenn ich vielleicht mal Zeit finde, die komplett zu schreiben für alle meine Server und so, dann habe ich auch keine Zeit, die zu maintainen. Deswegen ist da die Empfehlung, auf Puppet Forge zu schauen. Für übliche Programme gibt es da fertige Module. Das sieht dann so aus, dass ich in Puppet schreibe hier Import Nginx und dann gebe ich drei Parameter mit und dann läuft das. Und da muss ich natürlich immer testen, macht es wirklich die Konfiguration, die ich möchte. Aber dann spare ich mir das komplett selbst zu schreiben. So hier, das ist meine Nginx-Config und da liegt mein V-Host drin und ich habe hier diese Proxy-Settings. Dieser ganze Kleinkram, der einen einfach Zeit kostet, der wird dadurch dann erledigt und da muss ich nur einmal checken, macht das Modul das richtig? Kann ich da die richtigen Parameter geben? Dann läuft es. Das heißt, das ist der Weg, um sehr effizient sehr viel da auf die Beine zu stellen. Natürlich immer mit der Einschränkung, wenn das Modul, was man da findet, nicht tut, was man will, dann muss man es halt irgendwie anpassen, Pull-Request schreiben, Ähnliches. Nächster Schritt ist dann quasi, wenn ich das irgendwie in einer Entwicklungsumgebung habe, wie kann ich denn das jetzt auf die richtigen Server bringen? Oder auch, ich habe das irgendwie mit so Entwicklern in ihren Vagrants getestet, wie überzeuge ich denn jetzt die eigentlichen Admins und Rechenzentren davon, das auch mal auszuprobieren? Und so erste Schritte im bestehenden System ist eigentlich immer klein anfangen. Als ich selbst damit angefangen habe, war das immer sehr imposant, wenn Leute dann auch Vorträge erzählt haben, die haben jetzt hier 1000 Server und die sind 100% in Puppet konfiguriert, sie müssen gar nichts mehr per Hand machen. Das ist natürlich schön, wenn man 1000 Server hat, aber wenn man nur 2 oder 3 hat, dann streckt das aktiv ab, weil man will nicht 100%ig die Config in Puppet nochmal schreiben und abbilden. Deswegen da der Hinweis, wirklich klein anfangen mit den Dingen, die wirklich in der Praxis Zeit kosten. Also zum Beispiel SSH-Keys verteilen, eine Resolve-Conf synchronisieren, gleichhalten, NTP-Conf.
Also durchaus die kleinen Dinge, aber wenn man die schon in Puppet hat, dann nimmt einem das Zeit ab und dann kann man schrittweise weitersehen. Je nach Bedarf. Also das ist so diese 80-20-Regel, man kann halt mit wenig Automatisierung schon viel Arbeit sparen und wenn man dann wirklich merkt, es wächst und geht gut, dann macht man halt weiter. Und es ist auch keine Schande, wenn man dann wirklich irgendwie kritische Systeme hat, so ein Cluster-Neustart, dann macht man den halt per Hand. Solange man nur ein Cluster hat, geht das. Wenn es dann 1000 sind, dann lohnt sich wiederum die Automatisierung. Aber dann hat man auch ganz andere Probleme. Also, klein Anfang. Gleiches gilt eigentlich, wenn man das dann irgendwie in eine bestehende Umgebung einführen will, wo dann vielleicht auch schon man schon ein Admin-Team hat und man kommt irgendwie neu dazu und findet das ganz toll. Die anderen wissen aber gar nicht, was das soll. Oder man hat irgendwie verschiedene Abteilungen und eine möchte das und die andere nicht. Da ist es natürlich schwer, sowas zu etablieren. Es gibt dann auch einige Ängste so. Ich will ja hier kein Tool, was meinen Config wieder kaputt macht. Da kann es dann vielleicht helfen, irgendwie Notifikationen in so einem QA-Workflow einzuführen. Also es gibt jetzt wiederum im Git, zum Beispiel kann ich ja Notifications schicken, wenn ich was ändere. Oder es gibt ein sehr schönes Projekt namens Gerrit, da kann ich halt erst Code-Reviews machen, bevor ich was in so einen Master-Branch pushe. Damit kann ich dann ja zum Beispiel so Mentor-Beziehungen machen oder irgendwie auch so Admin-Entwickler. Das heißt hier irgendwie der Junior oder der Entwickler, der darf hier durchaus mal Code schreiben, aber bevor der live geht, muss dann halt der Mentor oder der Admin den nochmal absegnen. Das kann dann vielleicht auch helfen, so Tools auch zu etablieren und diese Ängste davor, so das macht ja irgendwas, zu beseitigen. Habe ich jetzt hier nicht drauf, wer sich dieses Gerrit mal ansehen soll, die Wikimedia benutzt das und hat daher auch das Interface öffentlich, das ist sehr nett anzusehen. Ja, was natürlich immer hilft, ist irgendwie so Grenzen zu dokumentieren, also es gibt ja so Umgebungen, wo man sagt, hier das Betriebssystem und das Netzwerk, das macht die Ops-Abteilung, aber der Apache und das MySQL da drauf, das können die Entwickler ruhig selbst. Dann kann man natürlich diese Grenze, die müssen dann alle kennen, aber dann kann man sich an der entlang arbeiten und das so konfigurieren. Was man vermeiden will, sind halt so Graubereiche, wo niemand so wirklich weiß, wer zuständig ist. Weder personell noch irgendwie vom Arbeitsablauf. Ist die Datei jetzt manuell gepflegt oder per Puppet eingelegt? Wenn ich da was jetzt ändere, wird Puppet das dann in 30 Minuten überschreiben. Das ist so ganz schlimm für die Arbeitsatmosphäre und das Vertrauen ins System. Deswegen ist auch ein guter Weg, immer in Puppet-Dateien reinzuschreiben oder in die erzeugten Config-Dateien reinzuschreiben, wo sie denn jetzt herkommen. Und wenn ich dann wirklich jemanden habe, der auf dem Server die ResolveConf anfasst und sich dann in einer Stunde später wundert, warum seine Änderung weg ist, dann sollte der doch wenigstens lesen können, wo jetzt das herkommt und wo er es wirklich ändern sollte. Und so eine Sache, Puppet soll dann auch oft laufen. Also wenn ich irgendwie eine tolle Config habe und das läuft nur einmal die Woche, dann haben alle anderen 5 oder 7 Tage Zeit, da was zu ändern und ärgern sich dann am Ende, dass das alles wieder rückgängig gemacht wurde. Aber wenn es wirklich alle 30 Minuten oder jede Stunde läuft, dann kommt man auch vom Gefühl halt da rein, dass ich das nicht manuell ändern sollte, weil es einfach sinnlos ist. Genau, ein bisschen verbunden damit ist die Frage, nehme ich jetzt hier diesen Puppet Master oder das Puppet Apply? So, zum Testen irgendwie erstmal Apply, um so kurze Config zu testen, auszuprobieren. Wenn ich das wirklich einführe, wäre meine Empfehlung, halt diesen Puppet Master zu benutzen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil er zwei Dinge mitbringt. Die Automatisierung, es läuft automatisch alle x Minuten, jede halbe Stunde. Und das Reporting, wenn es wirklich Fehler gibt bei der Abarbeitung dieses Manifests, dann kriege ich die halt auch reportet und in der Oberfläche gezeigt. Die typische Einschränkung ist natürlich, wenn ich mir sowas alles selbst bauen will, wenn ich sowas vielleicht sogar schon habe in Jenkins, dann muss ich das nicht nehmen. Dann kann ich natürlich schön irgendwie Puppet Apply ganz wilde Zeitpläne und ganz wilde Reporting-Pfade über verschiedene Leute bauen. Aber wenn ich mir das einfach mal sparen will, dann nehme ich halt einen Puppet Master und dann kommen die Reports da an und dann habe ich das quasi schon fertig. Zurzeit ist viel in Diskussion, dass man lieber Puppet Apply nimmt, wenn man große Umgebungen hat und so ein Puppet Master überlastet ist, aber bis man so weit ist, kann man sich dann immer noch Gedanken machen. Ja, daher der Starttipp. Hier wäre quasi das Gegenbeispiel, wenn ich das in so einen Jenkins-Workflow einbette, dann kann ich das natürlich auch damit laufen lassen und dann irgendwie über Jenkins meine Reports rauskriegen. Das ist alles möglich, aber üblicherweise habe ich das ja nicht und daher ist es gut, das zu nehmen, was die Software mitbringt. Ja, und dann läuft das Ganze auf irgendwelchen Servern, in irgendwelchen Umgebungen. Und zum Beispiel, wenn es dann auch bei Amazon ist, wie eben gezeigt, dann habe ich so ein paar Metadaten.
auf die möchte ich ja vielleicht irgendwie reagieren. Und da möchte ich mehr als nur den Hostnamen haben. Und das Tool der Wahl, um das zu machen, ist halt Factor. Factor ist in gewisser Weise so eine Grundlage unterhalb von Puppet und läuft vorher und sammelt erstmal alle Informationen über das System. Es guckt nach, wie ist mein Hostname, wie ist meine IP-Adresse, welche Netzwerkkarten habe ich, mein Betriebssystem, wie viel Speicher ist da. Das kriege ich dann, wenn ich Puppet laufen lasse, alles irgendwie als Variablen reingereicht. Also ist die Factor-Ausgabe und in Puppet habe ich das dann wiederum als Variablen. Da kann ich dann Fallunterscheidung machen. Hier auf einem 386er möchte ich was anderes installieren als auf einem AMD 64. Auf einem CentOS heißt es HTTPD und auf einem Debian heißt es aber Apache 2. Solche Unterscheidungen. Und genau an der Stelle, das ist wie so vieles auch per Plugins oder eigene Module erweiterbar. Und da kann ich dann nämlich meine eigenen Sachen einpflegen. Zum Beispiel, vielleicht kein gutes Beispiel, wer ist denn zuständig für diese Maschine? Wen muss ich anschreiben, wenn was passiert? Oder in welchem Rechenzentrum steht die? Welche Aufgabe hat die? Ein sehr praktischer Weg, um da was reinzuschreiben, ohne gleich Ruby-Code schreiben zu müssen, ist so ein FactsD, was in der Standardbibliothek dabei drin ist. Das liest nämlich einfach diese Informationen aus zum Pfad unter etc und hat dann ganz einfache Input-Pfade. Im allereinfachsten Fall lege ich eine Textdatei in dieses Verzeichnis und habe dann hier mit key gleich value diesen Input und sage hier, ja, das ist ein Up-Server und der steht im Staging-Cluster. Wenn ich das ein bisschen wenn mir das nicht reicht, da irgendwelche Textdateien zu verteilen, dann lege ich da halt ein Shell-Skript hin und lese hier zum Beispiel EC2-Metadata aus, wenn ich bei Amazon in der Cloud laufe. Das sind jetzt hier natürlich irgendwie alles Aufrufe, das dauert dann auch durchaus mal ein bisschen länger, aber ich kriege dann diese Variable mit einem Wert und kann dann im Puppet-Manifest auf diesen Wert zugreifen und in eine Config-Datei schreiben. Also wo auch immer, sei es jetzt irgendwie der Webserver-Header mit der Info oder die E-Mail im Conjob. Ich bin auch nicht auf Shell-Skripte festgelegt, ich kann auch eigene Skripte reinschreiben, zum Beispiel irgendwie so ein Python-Modul, was mir dann gleich mit meinem Monitoring spricht und über irgendwie, ja, jetzt hier als Beispiel die Zabbix-API benutzt, um den Server gleich zu registrieren oder auszulesen. Das ist der Weg, da was Eigenes reinzuhängen. Der nächste Schritt da noch weiter wäre dann wirklich in Ruby-Code ein Puppet-Modul zu schreiben, aber ich denke, als Admin kommt man hier mit Shell-Scripting oder vielleicht mal so ein Python-Skript da rein schon sehr viel weiter, ohne dass man sich da wirklich ins System selbst einarbeiten muss. Und dann legt man diese Datei in das Verzeichnis, muss die beim Routen vielleicht verteilen und dann hat man das und dann hat man diese Informationen immer. Genau, jetzt hatte ich schon sehr viele Variablen, die man so benutzen kann. Eine andere Frage, wenn man denn schon viele Variablen hat und benutzt und hin und her hantiert, diese Variablen sind immer so im Puppet-Code. Wie kriege ich die denn da raus? Und da gibt es jetzt auch, ja jetzt schon seit Jahren, aber so in der Entwicklung auch relativ neu, Hira oder Hira. Das ist in gewisser Weise eine hierarchische Datenbank hinter Puppet. Das heißt, da kann ich genau diese Variablen nachsehen. Das heißt, ich sollte nicht im Puppet-Code haben, hier if Server A, dann tu dies, if Server B, tu das, sondern ich habe im Hintergrund für Server A eine YAML-Datei mit meinen Variablen und für Server B eine YAML-Datei und dann wird das da nachgesehen. Dies wäre so zum Beispiel alter Code. Wo das nicht so drin ist, da habe ich dann irgendwie für meinen Knoten, der sowieso heißt, setze ich hier, der steht in der Entwicklungsumgebung und tut dies und das. Und wenn denn der Name mydev1 ist, dann hat der hier einen aktuellen VPN und alle anderen haben irgendwelche Einschränkungen und kriegen aber genau diese Version. Und wenn man sich jetzt überlegt, das ist eine Variable, wenn man das über 5 Variablen macht, dann kriegt man schon ziemlich einen Spaghetti-Code. Wo es sehr schwer ist, noch Dinge hinzuzufügen. Deswegen wäre ein Anfang da irgendwie mit Hira zu beginnen, das explizit zu machen. Also dies ist so der erste Schritt, der auch in der alten Puppet 2 noch funktioniert, dass man halt sagt, meine Variable ist so. Und ich gucke jetzt in dieser Hira-Datenbank nach diesem Key und den benutze ich dann. Und dann kriegen alle dieselbe Config, aber je nachdem, welche Datenbank dahinter ist, kriegen sie verschiedene Keys. Der nächste Schritt wäre, wenn ich kann hier Parameter übergeben und kann dann bei der Übergabe das schon als Default-Wert setzen.
dann ist es halt noch schöner so im Code, weil ich dann hier wirklich nur sagen muss, hier Klasse sowieso. Und die Parameter kommen dann alle als Default-Werte rein. Über diesen Lookup, wiederum aus verschiedenen Backend-Datendateien. Und in Puppet 3.0, also das, was gerade so aktuell ist und man jetzt auch aktuell eigentlich beginnen sollte, da ist es schon komplett eingebaut. Da muss ich für einen Knoten eigentlich keine Config machen, da kann ich eigentlich alles aus Hera inkludieren und sage zum Beispiel hier, such mir mal Include Classes und alle Klassen, die da drin stehen, wende mal an, die sind jetzt Teil dieses Manifests. Und dann steht hier zum Beispiel NTP VPN und diese ganzen Variablen an dem VPN, die stehen mit in der Datendatei. Und dann habe ich halt eine Datei so mit Default für alle Rechner und dann habe ich eine für den Live-Cluster, weil der vielleicht andere Parameter kriegt und dann habe ich eine für den großen Login-Server, weil der nochmal eine bestimmte Version braucht. Und dadurch habe ich sehr schön immer denselben Puppet-Code, wo dann so die Mechanismen drinstehen, die Config-Datei und installiere dieses Paket und dann aber die Datendatei, wo drin steht, dieser Server hat diese Variablen, also die Software-Versionsnummer und diese Abhängigkeit. Ja, und wenn man damit so ein bisschen weitermacht, dann merkt man, dass es auch mit Hiver ganz schön ist, dass die Software aber trotzdem immer noch sehr schnell sehr komplex wird, weil man hat viele Systeme, viele Abhängigkeiten, viele Software und ein ganz bewährtes Pattern, um da mit klarzukommen, sind diese Roles und Profiles. Die wurden mal von Craig dann vorgeschlagen als gutes Pattern und die haben sich auch bei uns bewährt. Und das geht davon aus, man hat erstmal so die Ressourcen, das sind wirklich die Programme, die da sind. Die modelliert man dann in einzelnen Komponenten. Da hat dann zum Beispiel den Nginx und den Apache und den VPN und den NTPD. Also wirklich ganz einfache Komponenten als Bausteine für das System. Darauf hat man dann Profile, wo dieses Zusammenwirken mit drin ist und sagt zum Beispiel, wenn ich hier einen PHP-Webserver habe, dann brauche ich hier Komponente PHP und Komponente Apache mit Mod-PHP oder Komponente Nginx mit PHP-FPM oder irgendwie Ruby und Rails, sozusagen auf technischer Ebene. Und dann lege ich da nochmal Rollen drüber, dass ich hier sage, ich habe Datenbank-Server, ich habe Application-Server und ich habe Load-Balancer. Und das ist so wirklich die Top-Down-Sicht. Das sind meine Rollen, die habe ich. Und da steht dann über diese Struktur alles drin. Und dementsprechend durch diese Trennung mit der Konfiguration habe ich dann nochmal die Daten, den Classifier. Hauptziel ist hier halt nochmal die Konfiguration von dem Code zu trennen. Und diese Schichten, da kann man sich jetzt überstreiten, wo man da die Grenze zieht. Angedacht vom Autor ist es, dass man sagt, hier habe ich so die technische Ebene, hier wissen die Admins, was ist das für eine Maschine. Und hier habe ich die Management-Ebene. Wenn ich mal einen Manager reporte, dann sage ich dem halt nicht, da ist Apache Version 2.4 oder 2.2 drauf. Sondern dann sage ich ihm, das ist der Load Balancer, das ist der App-Server und das ist die Datenbank. Und das soll hier ein bisschen nachgebildet werden. Also selbst wenn man denkt, Business Logic ist nicht so mein Fall, dann sollte man nur zumindest bei den Profilen einsteigen und wirklich sagen, ich bringe hier so ein bisschen Struktur rein und baue mir das bauklötzerartig zusammen. Das bringt nämlich viel mehr, als wenn man irgendwie ein Modul für einen App-Server schreibt und dann kommen mit der Zeit ganz viele Ausnahmen und so Fallunterscheidungen und so rein. Das wird echt unlesbar. Ja, vielleicht noch so ein paar andere Stolperfallen, die man so entdecken könnte. Es gibt immer wieder mal Situationen, wo man mit einem Puppet Run nicht auskommt. Ganz klassischer Fall ist, wenn man irgendwie Software aktualisiert. Unter Debian muss man ja erst ein apt-get-update und dann das apt-get-install machen, sonst kriegt man die alte Version. Das kann man auch irgendwie versuchen zu modellieren, aber man wird immer wieder feststellen, dass es manchmal auch nicht geht und man irgendwie kriegt man Sachen hin, da braucht man halt einfach mal zwei Läufe. Auch ein sehr böser Fehler ist, wenn man Versionsunterschiede konfiguriert. Also gesetzt den Fall, ich schreibe mir in Puppet irgendwie mein, ich fällt mir ein gutes Beispiel nicht ein, PHP soll Version 5.5 haben und ein ganz anderes Modul steht, ich brauche hier PHP MySQL-Treiber und aus irgendeinem Grund steht da halt noch Version 5.3 drin. Dann wird Puppet halt erst das eine installieren und dann das andere und im besten Fall gibt es dann so einen Ping-Pong zwischen den Versionen, dann wird mal geupdatet und mal wieder downgraded. Aber es fehlt halt diese komplette Sicht. Wenn ich apt sage, installiere mir mal diese beiden, dann wird halt sehr schnell merken, ich kann das nicht beides befriedigen, es gibt einen Konflikt. Dieses Wissen fehlt in Puppet, da muss man ein bisschen drauf achten. Scoping Namespaces sind ganz böse und gerade auch in der Sprachentwicklung, das wird gerade besser. Also in Puppet 2.0 gab es da schon mal sehr
wenig intuitive Situationen, wo dann jetzt gerade eine Variable herkommt. Aber ja, muss man nur im Problemfall nachsehen, wo man die Doku findet. Und ganz schön exec. Also das, was in anderen Programmiersprachen irgendwie ein Eval ist, kann man im Puppet alles mit exec machen. Das heißt, da läuft dann irgendein Shell-Skript und kann irgendwas machen. Habe ich noch ein Beispiel. Sachen zu den Namespaces. Es gibt zum Beispiel für Pakete nur einen Namespace. Und wenn ich jetzt so einen memcached habe, der kommt aus apt, also vom Betriebssystem, der Server. Und dann habe ich so einen memcached, der ist aber ein Ruby-Gem. Ja, dann wird mir Puppet sagen, hier, ja, Package memcached habe ich aber doch schon. Das ist so ein Problem, das ist auch noch offen, das wird hoffentlich demnächst mal gelöst. Aber das kann ich das halt nicht abbilden. Das ist zum Beispiel, wo ich dann exec benutzen würde. Okay, die Reihenfolge ist blöd. Ja, man kann mit exec alles machen mit dem Shell-Skript, man kann aber auch alles kaputt machen. Das heißt, da muss man ein bisschen Augenmaß haben, was sinnvoll ist und was dann wirklich die Kollegen in die Verzweiflung treibt, weil sie es dann nicht so verstehen wie man selbst. Oder auch einen selbst in 6 Monaten, nur weil man es halt auch nicht mehr versteht. Beispiel halt, ich möchte hier ein Node.js-Modul less installieren und möchte halt nicht Package benutzen, weil es mir dann sagt, ja, hier apt hat aber das Paket less schon. Oder ich möchte hier irgendwie immer einen Update-Job ausführen, gebe dem aber das Kommando falsch, weil es nicht immer wieder eine Änderung sein soll und mache hier aber in der Bedingung den eigentlichen Job. Das hat dann so zur Ursache, zur Folge, wenn ich am Ende meinen Report habe von diesem Run, dann kriege ich da halt immer mitgeteilt, wie viele Ressourcen geupdatet wurden und ich sehe, ob es Änderungen gab. Und Änderungen will ich mir natürlich ansehen, wenn Puppet irgendwas ändert, was vorher nicht da war. Und wenn ich hier aber sage, das Kommando ist falsch und nur die Bedingungen macht was, dann sehe ich das nicht als Änderung. Ist natürlich ganz schlechter Stil, aber als Admin weiß man ja, wann man es benutzen sollte und wann nicht. Hoffentlich. Ja, Reporting hatte ich gerade schon. Ich will das auch irgendwie monitoren. Und um es ein bisschen weiterzufassen, ich möchte es grundsätzlich in andere Systeme einbinden, weil ich habe ja schon irgendwas in meiner Firma, mit der ich so ein paar Sachen handle. Und ein ganz gutes Monitoring ist dieses Dashboard. Das kommt üblicherweise mit diesem Puppet Master mit. Und das ist sozusagen die Open Source und Minimalversion von Puppet Enterprise. Also, das habe ich zu Beginn nicht erwähnt, es gibt Puppet in der Open Source Version, das, was ich hier so vorstelle und nutze. Und es gibt noch eine Enterprise mit einer sehr schönen Web-Oberfläche, wo man fast alles per Web-UI steuern kann. Und die sieht auch so aus, hat nur mehr Funktionen. Aber auch die Open-Source-Version hat dieses Dashboard und das gibt einem so auf einen Blick so die wichtigsten Infos. Also die Idee dahinter ist, diese ganzen Server lassen ihre Puppet-Skripte laufen, kriegen die vom Puppet-Master, schicken auch einen Report zurück, wo halt drin steht, ich habe hier diese Änderung gemacht, ich habe diese Manifeste angewandt und dann hat der Server natürlich diese ganzen Reports und aggregiert die und kann mir dann sagen, für diesen Server lief Puppet zuletzt vor x Minuten und hat so viel geändert. Und ich habe hier über die Zeit so Änderungen und hier war offenbar ein Syntaxfehler, weil alle Läufe rot waren. Und ich kriege halt sehr schnell so einen Überblick, was ist kaputt, was hat sich geändert oder alles grün ist, alles schön. Das ist jetzt natürlich schon wieder ein neues Tool in so einer Umgebung. Wenn ich aber schon Monitoren habe, dann kann ich die Daten auch irgendwie abgreifen und irgendwie in mein Subix reinwerfen. Das ist jetzt ganz einfach aus diesem Dashboard nochmal die Daten rausgeholt und nochmal in Subix gegraft. Weil, ja, vielleicht habe ich da meine Alarmierung drin und meinen ganzen Workflow und möchte da benachrichtigt werden, wenn plötzlich alle Puppet-Läufe fehlschlagen. Und, ja, Graph ist natürlich dann derselbe. Eben bei Git schon kurz erwähnt, was auch hilft, sind halt E-Mail-Notification. Das heißt, wenn ich in der Config was ändere, dann schicke ich einfach mal ans Team eine E-Mail. Also klassischerweise dann mal im Git-Push, vielleicht auch erstmal im Git-Push ans Live-System. Und habe dann quasi meinen Changelog für die Config und sage hier, ja, ich habe hier das geändert, idealerweise mit so einem Git-Kommentar, warum ich das getan habe und nicht nur, was ich getan habe. Aber dann kann man natürlich schnell nachvollziehen, was ist. Oder wenn man mal eine Woche nicht im Büro war, kann man, je nachdem wie viele es sind, diese E-Mails lesen und sieht so grob, ja, woran wurde denn gearbeitet, was hat sich geändert. Und eben schon erwähnt, koordinierte Aktionen sind recht schwierig in Puppet, einfach dadurch, weil so der Default ist, da läuft so ein Agent und irgendwann startet der mal und er achtet nur darauf, dass er regelmäßig läuft. Das heißt, wenn ich irgendwie so koordinierte Cluster-Aktionen habe, entweder ich habe hier ein Cluster, die müssen alle neu gestartet werden, wegen großer Config-Änderungen,
oder ich will sicherstellen, dass immer nur einer neu startet, dann kriege ich das so erstmal nicht damit abgebildet. Das heißt, da brauche ich immer irgendwelche Zusatztools oder ich muss es per Hand machen. Das, was quasi von Puppet so vorgeschlagen und empfohlen wird, ist mCollective. Das ist ein Tool, das haben wir sich mal eingekauft. Das benutzt dann ein AMQP, zum Beispiel ein RabbitMQ-Server zur Kommunikation unterhalb der ganzen Systeme. Und da kann ich dann Sachen orchestrieren und abfragen. Da kann ich dann zum Beispiel auch abfragen, hier so queryartig. Also gib mir mal alle Systeme mit Softwarestand CentOS 6 oder alle mit Softwarestand Ubuntu 12 und lass auf denen mal dieses Kommando laufen. Also ich kann da in gewisser Weise auch so Multi-SSH mitmachen, aber Ziel ist eigentlich diese Interaktion mit der Datenbank. Also Puppet weiß halt, das ist ein Debian-System und ich sage jetzt, lass mal auf den allen dieses Kommando laufen. Oder das sind halt die Datenbanksysteme im Cluster. Stopp dort mal diesen Puppet-Agent und lass das so laufen, wie ich das gerade will. Also diese Koordination bringt das rein. Muss man sich die Frage stellen, ob es lohnt, dann nochmal einen eigenen Service zu installieren. Bei uns ist es ganz unterschiedlich. In manchen großen Umgebungen ist es sehr hilfreich. Bei kleineren lassen wir es auch einfach. Schöne Alternativen, also Alternativen gibt es genug, zum Beispiel auch irgendwie Ansible Serve. Wenn man Ansible nur dafür benutzt, jetzt hier zeitgesteuert auf dem System ein Kommando ausführen zu lassen, dann ist es ja auch so als Werkzeug schon ganz hilfreich. Man muss ja nicht sofort das ganze Management damit machen. Oder Serve ist auch von HashiCorp, das macht auch Cluster-Koordination oder Cluster-Kommunikation. Ich ändere mal hier in dem Server was und dann verteilt sich das über das Cluster. Oder ja, wenn ich wirklich nur drei Server habe, dann mache ich halt per SSH. Immer was schneller geht und nicht das, was der reinen Lehre entspricht, weil darum geht es ja am Ende. Ja, und dazu gehören dann irgendwie auch alle Systeme, die so dranhängen an so einem, an so einem Cluster, an so einer Umgebung. Ich habe dann irgendwie DNS und mein Monitoring und die kann ich dadurch auch irgendwie mit einbinden. Das heißt, so ein klassischer Fall ist zum Beispiel Bootstrappen einer neuen VM. So, ich starte irgendwie bei Amazon oder bei Rackspace einen neuen Webserver, der kriegt dann so ein kleines Boot-Up-Skript, das setzt dann diese Variablen und dann läuft Puppet los und benutzt das, um den einzurichten. Da wird die Software installiert, die Konfiguration angepasst und dann wird der aber auch beim zentralen Subic-Server angemeldet und dann läuft irgendwie ein Skript, was ihn auch im DNS einträgt. Also das ist dann irgendwie das, was man dann meistens doch irgendwie per Shell-Skript da reinhaut, aber Puppet ist so eine gute Stelle, um das anzuhängen, weil es dann so der eine Schritt ist, wo alles aufgesetzt wird. Ja, und damit wäre ich dann auch durch mit meinem Teil, den ich so vorbereitet habe. Ihr habt vielleicht Fragen? Ja, ganz viele setzen ja Formeln ein. Habt ihr euch da bewusst gegen entschieden und warum oder... Nein, die Frage war nach Formeln. Es wird von vielen eingesetzt. Ich habe es hier nicht vorgestellt. Wir haben es so unter Beobachtung, aber wir hatten noch nicht die Gelegenheit, es im Projekt wirklich zu benutzen. Also Formeln ist sehr schön, ist ähnlich auch wie Puppet Enterprise, so ein Administrationswerkzeug, wo ich ja top-down diese Rollen zuweise. Und bietet sich dadurch eigentlich gut an, wenn man Puppet in der Cloud auf einem Cluster macht, um dort die Maschinen zu konfigurieren. Also nach dem, was ich bisher gesehen habe, ist es sehr schön, aber ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich es hier schlecht vorstellen. Ja. Du hast ja nicht vorgeschlagen, so ein Git zu haben, wo man nur mehr mit denen einlädt. Wie geht denn ab dem Änderungen? Ja. Bisher sind wir noch am besten damit gefahren, die wirklich in unser Git-Repo zu kopieren, zu installieren und dann bei uns zu versionieren. Einfach weil wir dann sehen, falls wirklich mal jemand Änderungen bei uns macht, haben wir noch den Diff und können schauen, ob wir da einen Pull-Request draus machen. Und wenn wir dann ein Update von Remote haben, kopieren wir es auch runter und machen dann bei uns irgendwie einen Commit. Also im Prinzip duplizieren wir. Das, weil wir... Nein, nein. Also bisher habe ich es meistens so benutzt, dass ich wirklich ein Git-Repo mit allen Puppet-Modulen hatte. Ist gerade bei externen Modulen halt irgendwie blöd, weil man die Änderungen nicht so fein tracken kann.
Aber ja, die Erfahrung sagt, es hilft einfach beim Überblick. Ja, wir wollen Git-Submodule vermeiden, wenn es geht. Das war so die Intention dahinter. Das wäre die Alternative, dass man halt die ganzen Submodule auslagert und dann einzeln updatet. Ja gut, es gibt ja halt so R10K oder Ja, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe die Frage gar nicht wiederholt. Es ging um die Git-Struktur der Puppet-Konfiguration. Gerade wenn man viele Module hat und externe Module, hat man da verschiedene Alternativen. Also gerade wenn es externe Module sind, möchte man die vielleicht als externes Repo auch checken und sich reinholen, damit man die Änderungen auf GitHub mitbekommt. Ich habe jetzt gerade erwidert, ich kenne es meistens so, dass wir ein großes Git-Repo für alle Module haben, weil das dann für unseren Arbeitsablauf einfacher ist. Da kann ich jetzt nicht wirklich fundiert sagen, was besser ist. Wir haben es immer so gemacht und sind gut damit gefahren. Was man möglichst vermeiden sollte, was aber doch immer wieder mal vorkommt, ist, dass man wirklich ein externes Modul hat und dass irgendeine Funktion fehlt und dann macht man lokale Änderungen. Und dann sollte man natürlich den Pull-Request schreiben, aber falls der dann auch vielleicht nicht angenommen wird, dann hat man das Problem, dass man immer so die lokale Version maintainen muss. Das ist unschön. Aber nicht immer, ja, manchmal passiert es halt. Die Frage ist, nutze ich mal die Grenze zwischen dem VM-Image, was man für Vagrant vorbereitet, und der Provisionierung mit Puppet, was man quasi nachträglich installiert. Die Frage ist ziemlich gut, die haben wir uns auch öfters mal gestellt und es kommt drauf an. Also es ist für mich irgendwie so ein Entwicklungsprozess, also so eine Sache mit Puppet zum VM-Image zu bauen, ist für mich wie so ein Compiler-Schritt. Also wenn ich wirklich die letzte Version habe, muss ich das aus dem Quellcode, in diesem Fall aus dem Puppet-Modul, neu installieren. Wenn ich aber weiß, ich bin jetzt länger auf diesem Versionsstand, dann lohnt es sich meistens, daraus ein VM-Image zu machen und zu verteilen, weil es dann wiederum Zeit spart. Das heißt, wenn ich mit so einem Projekt anfange, fange ich vielleicht mit einer leeren Debian, Ubuntu, CentOS-Image an und mache erstmal alles per Puppet. Und wenn ich dann aber merke, ja, alle müssen immer diese Schritte machen und so Sachen wie Apache-Version ändert sich auch nicht so oft, dann nehme ich mir einfach mal irgendwie einen Stand, mache den als Image. Und dann spart es allen Zeit und alles, was dann neu kommt, läuft dann wieder per Puppet. Ja, da ist dann, glaube ich, der Anwendungsfall Vagrant und Live-System sehr unterschiedlich. Bei einer Vagrant, die werfe ich einfach weg und mache sie neu. Im Live-System habe ich eigentlich dasselbe, als wenn ich es manuell machen würde. Da muss ich erst die Config-Dateien anpassen und ja, wenn es dann irgendwie reicht, einen Apache-Reload zu machen, dann geht es sehr schnell. Wenn ich irgendwie synchronisierte Änderungen habe, dann dauert es auch schon mal. Also jetzt so der klassische Fall ist natürlich, dass so ein Restart schnell gehen sollte. Jetzt fehlt mir gerade ein gutes Beispiel. Jetzt habe ich auch wieder vergessen, die Frage zu wiederholen. Also es ging darum, wie schnell denn so ein Restart oder eine Konfigurationsänderung ist. Ja, tut mir leid, fehlt mir jetzt ein Beispiel. Also meistens läuft es ja irgendwie darauf hinaus, dass ich so was habe wie, hier ist die Config-Datei und wenn ich die ändere, dann starte mal den Service neu. Und das hängt halt vom Service ab. Das sollte sehr schnell gehen. Wenn ich einen großen Tomcat-Server habe, dann dauert es halt vielleicht. Ja. Also jetzt bei einer großen Webseite, da war es durchaus Ziel, das Ziel ist dann immer alles unter Puppet-Kontrolle zu haben. Am Ende erreicht man vielleicht auch nur 99% oder so, aber so wirklich die
wenn es jetzt eine PHP-Webseite ist, die PHP-Config, die Apache-Config, halt das Wichtige. Das wird damit verteilt, das wird ausgerollt, das kommt dann erst auf dem Staging-System, wenn es dort läuft, auf dem Live-System. Wenn es schief geht, lernt man wieder was über die Unterschiede zwischen Staging und Live. Wenn es gut geht, dann starten die Server neu und dann ist die neue Version da. Ich kenne es, wenn man da wirklich langwierige Prozesse hat, dass man den Server dann auch erst irgendwie automatisch beim Load Balancer austrägt, dann updatet, dann wieder einträgt. Ich war jetzt primär dann so bei PHP-Projekten, da biegt man dann halt den Live-Sync-Link um und startet einfach den Apache neu. Die Frage ist, benutzen wir Tests für die Provisionierung? Nicht so viele, wie wir gerne nutzen würden. Also es gibt für Puppet ein AirSpec-Modul, wo man irgendwie sagen kann, setz mir mal die VM mit diesem Puppet-Rezept auf und guck dann, ob der Port offen ist und ob der Dienst läuft. Auch wenn man auf dieser Puppet Forge Module veröffentlicht, dann sollte man da immer irgendwie Tests zulegen. Wenn wir selbst Module schreiben, dann ist es so die typische Zeitfrage. Wir versuchen dann so die gröbsten Fehler, die uns mal auffielen, auch in Tests abzufangen, aber so wirklich schon vorbildlich ist es dann eben nicht. Meistens so wirklich der wichtige Test für uns ist dann meistens, ob es auf dem Testcluster oder dem Staging-System läuft, weil man dann ja iterativ noch so ein bisschen dran arbeiten kann. Genau, also wirklich ein schönes System oder ein schönes Framework, um so ein ganzes Systemkonflikt zu testen, fehlt mir leider auch noch. Ja? Ja, auch eine gute Alternative zum Dashboard ist Puppet for All mit Python geschrieben. Okay, wie war es genau? Puppet Board. Ja, der Hinweis alternativ zu dem Puppet Dashboard gibt es ein Puppet Board. Es ist in Python geschrieben und werde ich mir mal ansehen. Kannte ich noch nicht. Noch zwei Anmerkungen. Also für Leute, die mit Backend anfangen, kann ich Packer auch noch empfehlen, weil man mit Packer automatisiert Backend-Boxen bauen kann, weil man ja auch nicht unbedingt irgendwie aus der Cloud ein Image runterladen will. Und für Packer kann man das selbstständig bauen und das ist auch ziemlich leicht. Und kann dann auch direkt schon zum Beispiel ein Puppet oder ein Chef-Rezept provisionieren auf dem Backend-Image. Und für die Leute, die mit Puppet anfangen, kann ich ETC-Keeper als Package empfehlen, weil das ETC ins Git legt und man so sicher gehen kann und dann auch nochmal zurückschauen kann, was denn geändert wurde. Und ja, der Hinweis war einmal Packer als Tool, um Konfigurationen zu verpacken in Vagrant-Boxen, VMs und der Hinweis ETC-Keeper. ETC-Keeper ist auch, wenn ihr gar nichts mit Management und Automatisierung macht, sehr hilfreich. Das hält euch nämlich euer /etc als Git-Repo vor und ihr könnt alle Änderungen sehen. Eine Sache, die ich gerade noch suche, na, ich finde es gerade nicht. Es gibt eine schöne Webseite, wo man sich Vagrant-Boxen für PHP-Projekte erstellen kann. Da kriegt man dann so einen Dialoggeführte, heißt irgendwie PHP-Fuppet oder so. Das ist eine Idee mit Kaffee ausgesprochen. Ah, okay. Okay, ich habe es auch schnell nicht gefunden. Ist aber schön, da sagt man hier PHP 5.3, 5.4, 5.5 und MySQL oder PostgreSQL. Und dann kriegt man am Ende dann die Vagrant-Datei. Und das ist, glaube ich, ein guter Start, wenn man selbst ausprobieren will und schon ein vorkonfiguriertes System bekommen möchte. Ja, ich sehe jetzt auch keine weiteren Fragen mehr, dann sind wir schön pünktlich fertig.